Die Angeklagte kann sich setzen. Ihr Name, Alter, Stand und Geburtsort? Marie-Antoinette von Lothringen, Österreich, bald 38 Jahre. Witwe des Königs von Frankreich. Geboren in Wien. Ein Jahr, nachdem sie durch die Revolution vom Thron gestürzt wurde, droht Marie-Antoinette die Todesstrafe. Die Anklage lautet auf Verrat an der Französischen Republik und Unzucht. Sie ist knapp 38 Jahre alt, wirkt aber wesentlich älter. Von der schönen und sorglosen österreichischen Prinzessin, die bereits als junges Mädchen Königin von Frankreich wurde, ist kaum etwas geblieben. Berühmt für ihren Charme und ihre Anmut, verbrachte sie den Großteil ihrer Zeit mit Vergnügungen, ohne sich je um die Kosten zu sorgen. Sie ist hinreißend schön und besitzt viel Charisma. Dennoch scheiden sich die Geister an Marie-Antoinette. Ist sie ein Engel oder ein Monster, Jungfrau oder Hure, eine leichtfertige Person oder eine machiavellistische Intrigantin? Sie wurde zum Sündenbock gemacht. Marie-Antoinette hat nie gesagt, wenn sie kein Brot haben, sollen sie doch Kuchen essen. Das ist reine Erfindung. Sie wurde von der Geschichte mitgerissen, ohne die Ereignisse zu verstehen. Sie erlebte die Geschichte wie eine Tragödie. Sie war ein ganz normaler Mensch in einer außergewöhnlichen Situation. Es war ihr Schicksal, in der entscheidendsten Phase der französischen Geschichte mit dem König von Frankreich verheiratet zu werden. Man hat sie für viele Missstände verantwortlich gemacht. Doch erst im Unglück offenbarte sich ihre wahre Persönlichkeit. Im Leid erkennt man, wer man wirklich ist. Marie-Antoinette wächst in Wien am Habsburger Hof auf. Sie ist für ein Leben in unermesslichem Reichtum und mit unantastbaren Privilegien bestimmt. Das österreichische Weltreich umfasst einen großen Teil Europas und wird von ihrer Mutter regiert. Kaiserin Maria Theresia ist berühmt für ihren eisernen Willen und ihre gewaltige Armee. Sie hätte ihre Soldaten selbst in die Schlacht geführt, sagt sie einmal, wäre sie nicht fortwährend schwanger gewesen. Man muss sich das vorstellen, 16 Kinder. Doch sie befasste sich selbst während der Wehen noch mit Staatsangelegenheiten und legte die Berichte erst im kritischen Moment beiseite. Sie war eine starke Frau, aber eine miserable Mutter. Am 2. November 1755 bringt die Kaiserin ihr 15. Kind zur Welt, Maria Antonia Josepha Johanna. Das Kind erhält den Spitznamen Antoine. Das jüngste Mädchen einer zahlreichen Kinderschar wird umsorgt und verhätschelt. Marie Antoinette wird sich stets gern an ihre Kindheit erinnern. Marie-Antoinette war ein unbekümmertes Kind, das Musik und Tanz liebte. Sie war sehr anhänglich, aber auch ein wenig oberflächlich. Maria Theresia vernachlässigte ihre Erziehung, da sie nicht dachte, dass etwas Großes aus ihr werden würde. Sie fand Marie-Antoinette reizend, aber auch ziemlich unbedeutend. Die junge Marie-Antoinette erhält Cembalo- und Tanzunterricht
und lernt die Hofetikette, aber kaum mehr. Sie ist intelligenter, als man allgemein annimmt, sagt einer ihrer Lehrer. Leider hat man ihr nicht beigebracht, sich zu konzentrieren, obwohl ich das Gefühl habe, sie wäre dazu fähig. Während ihre Mutter regiert, hat ihr Vater, der Prinzgemahl, rein repräsentative Aufgaben. Marie Antoinette ist 9 Jahre alt, als er stirbt. Sein Tod ist ein schwerer Schlag für die Kaiserin. Maria Theresia trägt fortan bis zu ihrem eigenen Tod nur noch Trauerkleidung. Sie tritt nun noch strenger auf und flößt ihren Kindern Respekt und Furcht ein. Marie Antoinette lernt schnell, dass es ihre erste Pflicht ist, Österreich zu dienen. Als Maria Theresia das unsichere Bündnis mit Frankreich festigen und eine jahrhundertealte Feindschaft beenden will, befiehlt sie Marie Antoinette, den französischen Thronfolger zu heiraten. Damals waren Frankreich und Österreich Feinde. Die Hochzeit zwischen Marie Antoinette und Ludwig XVI. War der Versuch, einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen. Am 21. April 1770 nimmt Marie Antoinette Abschied von Österreich. Das 14-jährige Mädchen soll den französischen Hof erobern, bewaffnet nur mit seinem Charme und den Anweisungen seiner Mutter. Leb wohl, mein liebes Kind. Von nun an wird uns eine große Entfernung trennen. Seien Sie gut zu den Franzosen, damit sie sagen, ich hätte ihnen einen Engel geschickt. Zwei Wochen später wird Marie Antoinette in einer feierlichen Zeremonie auf einer unbewohnten Rheininsel an Frankreich übergeben. Unter den Augen der Höflinge beider Länder legt die Prinzessin ihre österreichischen Kleider ab. Man lässt ihr keine Erinnerung an ihre schöne Kindheit, nicht einmal eine Brosche oder ihren Lieblingsring. Sie muss nun Französin werden, ausgestattet mit den kostbarsten französischen Unterröcken, Seidenkleidern und Juwelen. Beim Abschied von ihren österreichischen Dienern bricht das junge Mädchen in Tränen aus. Sie ist ein unschuldiges Mädchen, das die beste Partie Europas heiraten wird. Man hat ihr den Versailler Hof als ein wahres Märchenland beschrieben. Sie wird auf das Äußerste enttäuscht werden. Sie hat keine Ahnung, was sie erwartet. Am 16. Mai 1770 heiraten Marie Antoinette und Louis Auguste de Bourbon in der königlichen Kapelle des Versailler Schlosses. Der Dauphin zittert, als er seiner Verlobten den goldenen Ring auf den Finger streift. Louis ist gerade 15 Jahre alt geworden. Der zukünftige Ludwig XVI. Ist schüchtern und introvertiert und scheint weder die Fähigkeit noch den Willen zum Regieren zu besitzen. Louis hat nichts von dem Märchenprinzen, den sie sich vielleicht vorgestellt hat. Und was noch schlimmer ist,
Man hat ihn gelehrt, das Bündnis mit Österreich zu verabscheuen. Alles, was mit diesem Bündnis zusammenhängt, erregt sein Missfallen. Sie trifft auf einen Jungen, der die Frauen nicht kennt und dem alles Sexuelle Angst macht. Er hat absolut keine Lust zu heiraten. Er wird diese junge Frau berühren und mit ihr schlafen müssen. Und dies geht weit über seine Kräfte. Je charmanter sie sich gibt, desto mehr fürchtet er sich vor ihr. Nach Beendigung der Zeremonie unterzeichnet die Familie den Ehevertrag. Als die Reihe an die Braut kommt, kritzelt sie ungelenk ihren Namen quer über die Seite und hinterlässt einen hässlichen Tintenklecks. Nach dem abendlichen Festmahl geleitet der König die beiden jungen Leute persönlich in das Brautgemach. Den Bräutigam zu seiner Linken, die Braut zu seiner Rechten, die Höflinge hinterdrein. Das Brautbett ist ein öffentlicher Ort und der Hof hat das Recht zu wissen, was dort vor sich geht. Die Sexualität ist keine Privatsache und nichts Persönliches, wie man meinen sollte, sondern öffentlich. Die Dynastie braucht unbedingt einen Thronfolger, um die politische Stabilität zu gewährleisten. Der König reicht seinem Enkel das königliche Nachthemd. Die Braut erhält das ihre. Das Bett wird gesegnet. Es schlägt Mitternacht. Die jungen Leute legen sich Seite an Seite ins Bett. Der König beugt sich herab und küsst sie. Dann zieht sich der Hof zurück. Das königliche Paar ist allein. Sie sind zwei Fremde, die plötzlich nebeneinander liegen. Panik erfasst sie, denn sie haben keine Ahnung, was sie jetzt tun sollen. Am nächsten Morgen bewundert die Braut von ihren Fenstern aus das prächtige Versailles. Zeugnis für den Ruhm Frankreichs und die absolute Macht des Königs. Marie Antoinette steht unversehens im Mittelpunkt des Interesses. Der als klatschsüchtig und intrigant bekannte Hof ist begierig, sie zu begutachten. Das junge Mädchen ist entschlossen zu gefallen und hat angesichts seiner Jugend und Unschuld zunächst viele Bewunderer. Sie strahlte vor Frische, schreibt ihre erste Hofdame. Ihr Gang vereinte die Würde der Habsburger mit der Anmut der Franzosen. Hier in Versailles soll Marie Antoinette den Rest ihres Lebens verbringen. Damals kannten die Herrscher ihr Land kaum. Sie reisten nur selten. Marie Antoinette wird das wahre Frankreich niemals kennenlernen und hat im Übrigen auch nicht das Bedürfnis. Sie lebt fernab vom trostlosen Dasein des Volkes in einer Fantasiewelt, unbeschwert von der Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die die französische Gesellschaft seit Jahrhunderten prägen. Marie Antoinette steht an der Spitze der aristokratischen Hierarchie. Ein unbekümmertes Kind einer privilegierten Klasse. Ihre Aufgabe ist es, Frankreich einen Thronfolger zu schenken. Doch in ihrem Schlafzimmer scheint etwas schief zu laufen. Und darüber spricht der ganze Versailler Hof. Nichts, schreibt Louis in sein privates Tagebuch. Weder in der Hochzeitsnacht noch in den darauffolgenden Nächten geschieht etwas.
Trotz Marie-Antoinettes offensichtlichen Reizen zieht es der Dauphin vor, in Morpheus' Armen zu liegen. Es geschah nichts. Und man wusste, dass nichts geschah. Woher? Ganz einfach. Der König wurde informiert. Eine Staatsangelegenheit. Ludwig XV. Sorgt sich jedoch nicht weiter um seinen Enkel. Man muss ihn in Ruhe lassen, schreibt er. Doch die gut unterrichtete Maria Theresia überhäuft ihre Tochter mit Ratschlägen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Nehmen Sie es nicht zu schwer. Versuchen Sie es mit Zärtlichkeiten und Liebkosungen. Aber insistieren Sie nicht zu sehr, das würde nur alles verderben. Trotz ihrer Probleme im Ehebett steht die junge Prinzessin schon bald in der Gunst des alten Königs. Ihre Liebe zur Musik ist nur eine ihrer zahlreichen Reize. Sie bezauberte Ludwig XV., schreibt ihre erste Hofdame. Er sprach von nichts anderem als von ihrer Anmut und Lebhaftigkeit. Einerseits bewunderte man sie wegen ihrer Anmut und Schönheit. Andererseits wird sie jedoch sofort angegriffen, nur weil sie Österreicherin ist. Das Leben als Geisel der Politik und ihre Eheprobleme verstärken das Heimweh der jungen Österreicherin. Sie hat Mühe, sich an die komplizierte und strenge Etikette des französischen Hofes anzupassen. Zu den Überraschungen, die Marie-Antoinette bei ihrer Ankunft in Versailles erlebte, gehörte die Tatsache, dass sie niemals allein sein durfte. Das begann schon am Morgen, wenn sie die Augen öffnete. Ihr Leben spielte sich wie auf einer Theaterbühne ab. Ich denke, dieser ständige Druck war für sie schwer zu ertragen. Man besucht mich sogar in meinem Schlafzimmer. Jeder kann eintreten, solange er nur zum Hofe gehört. Ich muss vor aller Augen meinen Rouge auftragen und mir die Hände waschen. Die französische Königin führt traditionell ein vollkommen öffentliches Leben. Marie Antoinette dagegen ist es gewohnt, zu tun und zu lassen, was sie will. Und sie amüsiert sich gern. Sie will nicht auf die Tanten hören, die in Versailles über die Etikette wachen. Stattdessen umgibt sie sich mit einer Gruppe frecher junger Mädchen, die sagen, hören Sie doch nicht auf diese langweiligen alten Krähen. Das junge Mädchen weigert sich, die langweiligen Hofrituale ernst zu nehmen und verspottet jene, die sich ihnen unterwerfen. Dies erregt den Zorn ihrer Mutter in Wien, die sie in vorwurfsvollen Briefen zurechtweist. Lassen Sie sich nicht zu Spott hinreißen. In Ihrem Alter verzeiht die Welt viele Leichtfertigkeiten und kindische Handlungen. Doch letztendlich werden Sie dafür büßen müssen. Ihr Vertrauen in mich muss sehr gering sein, wenn Sie glauben, ich sei so unvernünftig, mich zu amüsieren und darüber jene zu vernachlässigen, die ich ehren muss. Suchen Sie sich doch den Kopf mit guter Lektüre zu füllen. Sie ist für Sie notwendiger als für jeden anderen. Mein höchstes Glück ist es, Ihnen zu gefallen. Ich bin tief betrübt darüber, dass Sie glauben, was man über mich erzählt. Die Liebe, andere zu gewinnen, ist eine Gabe, die Sie perfekt beherrschen. Gefährden Sie sie nicht, indem Sie Ihr gutes Herz, Ihre Aufrichtigkeit und Ihre Liebenswürdigkeit verlieren. Sie verdanken sie weder ihre Schönheit, die so groß nicht ist, noch ihre Kultur. Sie wissen genau, dass sie weder das eine noch das andere besitzen. Marie Antoinette ahnt nicht, dass ihr Berater, der österreichische Botschafter Graf von Mercy, ein Spion ihrer Mutter ist. Zu seinem Netz von Informanten gehören auch die Bediensteten der Prinzessin, die ihm über alles Bericht erstatten. Die
Die Nachrichten aus dem königlichen Schlafzimmer sind nicht gut. Ich finde meine Frau charmant, verkündet Louis dem König. Ich liebe sie, aber ich brauche noch ein wenig Zeit, um meine Schüchternheit zu überwinden. Nach einem Jahr Ehe ist nichts passiert. 2 Jahre vergehen, 3, 4, immer noch nichts. Es war unglaublich. Er hatte irgendein eigenartiges sexuelles Problem. Ich denke, es war psychologischer Natur, aber viele sind der Ansicht, dass es sich um ein körperliches Problem handelte. Er weigerte sich kategorisch, die Ehe zu vollziehen. Das Gerede am Hof nimmt zu. Wenn Louis unfähig ist, seinen ehelichen Pflichten nachzukommen, wie soll er später seine Pflichten als König erfüllen? Am 10. Mai 1774 sind aller Augen im Palast auf eine einsame Kerze gerichtet, die in einem Fenster brennt. Ludwig der 15. ist an Pocken erkrankt und liegt im Sterben. Nach seinem Tod wird man die Kerze löschen. Aus Angst vor Ansteckung hat man dem jungen Thronfolgerpaar verboten, den Kranken zu besuchen. Mitten in der Nacht flackert das Licht plötzlich und verlischt. Marie Antoinette und ihr Gemahl knien nieder und beten. Herr, leite und beschütze uns, denn wir sind zu jung, um zu regieren. Am 11. Juni 1775 wohnt die 19-jährige Marie Antoinette in der Kathedrale von Reims der Krönung ihres ein Jahr älteren Mannes bei. Die Glocken läuten, um die Neuigkeit zu verkünden. Das Volk jubelt und die Sonne lässt die Kirchenfenster leuchten. Die beiden jungen Leute verkörpern eine strahlende Zukunft. Sie genießen große Popularität und werden von allen geliebt. Qui monte vers ce jeune couple. Das französische Volk betet seine neue Königin an. Nur Maria Theresia ist voller düsterer Vorahnungen. Ich mache mir große Sorgen. Meiner Tochter steht entweder ein strahlendes oder ein außerordentlich unglückliches Schicksal bevor. Nichts kann mich in meinen Befürchtungen beruhigen. Sie ist zu jung. Sie war nie fleißig und wird es auch nie werden. Nach der Krönung ziehen Aufrührer durch die Straßen von Paris und fordern billiges Brot. Die Zeiten sind hart. Die schlechte Ernte hat den Weizenpreis in die Höhe schnellen lassen. Der Staat ist hoch verschuldet. Das Volk hofft, dass sein neuer König die Not lindern wird. Es sind sehr schwere Zeiten. Doch Frankreichs eigentliches Problem sind die stark überalterten Regierungsinstitutionen. Damit sie funktionieren, braucht das Land einen brillanten König. Ludwig der 16. ist ein liebenswerter, anständiger, recht intelligenter und sehr gewissenhafter Mann, der jedoch nie König werden wollte. Ludwig der 16. ist das genaue Gegenteil seiner Frau. Er ist schwerfällig, linkisch, unschlüssig. Sie ist sensibel, anmutig und entschlossen. Er liest gern, sie schlägt nur selten ein Buch auf. Er begeistert sich für die Jagd, doch es mangelt ihm an Größe und Autorität. An seiner Haltung ist nichts Stolzes oder Königliches, bemerkt ein Höfling. Er macht den Eindruck eines Bauern, der hinter seinem Pflug herwatschelt.
Aller Augen sind nun auf die Königin gerichtet. Wenn sie geht, ist sie die Anmut selbst, schreibt ein Beobachter. Es heißt, sie tanze nicht im Takt, doch sollte dies wahr sein, so liegt die Schuld beim Takt. Marie-Antoinette und ihr Mann führten vollkommen verschiedene Leben. Er war ein Mann des Tages, der zeitig zu Bett ging und früh aufstand, während Marie-Antoinette die Nacht liebte. Der König liegt seiner Frau zu Füßen und erfüllt ihr jeden Wunsch. Nun, da sie Königin ist, stürzt sich die junge Frau wie besessen ins Vergnügen. Meine Neigungen passen rein gar nicht zu denen des Königs. Er interessiert sich nur für die Jagd und seine Metallwerkstatt. Ich würde eine sehr schlechte Figur neben einer Schmiede machen. Während ihr Mann schläft, gibt sich die Königin den Vergnügungen des Pariser Nachtlebens hin. Sie besucht die Oper, das Theater und die Maskenbälle. Marie-Antoinette ist eine leichtsinnige Spielerin und häuft Schulden an, die ihr Mann stillschweigend bezahlt. Sie gibt Unsummen für aufwendige Kleider aus und trägt, gemäß der damaligen Mode, eine 1 Meter hohe, von Federn und Bändern gezierte Haartracht. It is really like... Man kann sie mit jemandem vergleichen, der sich heute aus der tiefsten österreichischen Provinz plötzlich auf die Champs-Élysées versetzt sieht. Nirgendwo sonst gab es so prächtige Kleider. Sie war eine Jugendliche, der man ein unbegrenztes Kreditlimit eingeräumt hatte. Maria Theresia überschüttet sie von Wien aus mit harter Kritik. Wie ich höre, haben Sie Armbänder gekauft, Ihre Finanzen in Unordnung gebracht und Schulden angehäuft. Es ist gut und schön, mit der Mode zu gehen, aber eine gut aussehende Königin sollte vor allem mit Charme ausgestattet sein. Eine schlichte Toilette ist Ihrem Rang angemessener. Eine Königin entwürdigt sich nur. Gefährden Sie nicht den guten Ruf, den Sie erworben haben. Ich, die ich meine kleine Königin liebe und über jeden Schritt wache, darf nicht zögern, sie wegen ihres Leichtsinns zu warnen. Die Mutter wird nicht müde, die Tochter wegen ihrer Leichtfertigkeit und Putzsucht zu rügen. Sie schreibt, es gibt überall im Land Aufstände. Diese Sucht nach Juwelen muss aufhören. Was will meine Mutter denn? Langeweile macht mir Angst. Ich brauche Zerstreuung und die kann ich nur in Vergnügungen finden. Einmal vertraut die Königin dem Grafen von Mercy mit einem traurigen und nachdenklichen Blick an, dass sie eine jämmerliche Ehe führe. Ich glaube, sie war verzweifelt. Sie sehnte sich nach körperlicher Erfüllung. Stattdessen ging sie tanzen, liebte das Glücksspiel und wandte sich leblosen Dingen wie Juwelen und schönen Kleidern zu. Das war eine Ersatzbefriedigung. Inzwischen wurde nicht nur in Versailles, sondern in ganz Frankreich geredet. Ein satirischer Vers fragt: Kann der König? Oder kann er nicht? Die unglückliche Königin verzweifelt. Manche sagen, er kriegt ihn nicht hoch. Andere meinen, er kriegt ihn nicht rein. Es gab Gerüchte, sie könne keine Kinder von ihrem Mann haben, weil sie sich weigere, mit ihm zu schlafen. Es hieß, sie hätte Liebhaber, was nicht stimmte. Doch Marie-Antoinette kümmerte das alles nicht. Sie war sich des Ernstes der Lage nicht bewusst. Sie war der Ansicht, dass ihre Sexualität ihre Privatsache sei.
Dies führte zu Gerüchten, sie habe etwas zu verbergen. Es gäbe ein Geheimnis. Sie habe Liebhaber, sie würde sich nicht mit dem König begnügen und der König könne nicht der Vater ihrer zukünftigen Kinder sein. 1777 empfängt man in Versailles einen königlichen Gast. Joseph II. Von Österreich, der ältere Bruder der Königin, kommt als Abgesandter der besorgten Maria Theresia. Joseph hält seine Schwester für ein hübsches Spatzenhirn. Auf ihren Spaziergängen durch den Park drängt er sie, sich zu bessern. Doch er ist auch entzückt von ihrer Offenheit und ihrem Charme. Sie ist eine liebenswerte und feinsinnige Frau, schreibt er an seinen Bruder. Sie ist noch nicht recht erwachsen und vertieft sich nicht gern in Gedanken, verfügt jedoch über einen oft überraschenden Scharfsinn. Dennoch hat sie einen starken Hang zum Vergnügen. Joseph und Ludwig schließen Freundschaft. Und der König vertraut seinem Schwager die demütigenden Einzelheiten seines ehelichen Versagens an. Ludwig gibt zu, nur aus Pflichtgefühl mit der Königin das Bett zu teilen. »Stellen Sie sich vor«, schreibt Joseph an seinen Bruder, »er hat im Ehebett, das ist das Geheimnis, starke, vollkommen zufriedenstellende Erektionen. Er führt sein Glied ein, bleibt etwa 2 Minuten lang bewegungslos in dieser Stellung und zieht sich dann, ohne ejakuliert zu haben, aber immer noch erigiert, zurück, bevor er seiner Gemahlin gute Nacht wünscht. Ach, wäre ich doch nur dort gewesen. Ich hätte mich schon um die Sache gekümmert. Ich hätte den König von Frankreich so lange gepeitscht, bis er vor lauter Wut wie ein Esel ejakuliert hätte. Josephs Besuch dauert 2 Monate. Zum Abschied überreicht er seiner Schwester ein 30-seitiges Dokument, voller Ratschläge und Warnungen. Sie werden älter, schreibt er. Sie haben nicht mehr die Entschuldigung, ein Kind zu sein. Was soll aus ihnen werden? Marie Antoinette ist 21 Jahre alt. Wie immer Josephs Ratschläge für den König von Frankreich auch gelautet haben mögen, 2 Monate später scheinen sie zu fruchten. 30. August 1777. Meine liebe Mutter, ich befinde mich im größten Glück meines ganzen Lebens. Jetzt ist es schon 8 Tage her, dass meine Ehe vollkommen vollzogen wurde. Der Versuch wurde gestern erneuert und noch vollständiger als beim ersten Mal. Ich glaube noch nicht schwanger zu sein, aber ich habe jetzt wenigstens die Hoffnung, es von einem Augenblick zum anderen zu werden. Es hat über 7 Jahre gebraucht, um das große Werk, wie Joseph es nennt, zu vollenden. Sechzehn Monate später jubelt ganz Frankreich. Man verteilt Brot und Würstchen an die Armen und füllt die öffentlichen Brunnen mit Wein. Marie Antoinette hat ihre Pflicht gegenüber Frankreich und Österreich erfüllt, auch wenn das Kind ein Mädchen ist. Die Königin tauft es nach ihrer eigenen Mutter, Marie-Thérèse Charlotte. Maria Theresia ist hoch erfreut, wird jedoch ihre anderen 3 Enkel, 2 Jungen und ein weiteres Mädchen, nicht mehr kennenlernen. Die Kaiserin von Österreich stirbt 2 Jahre später. Am 29. November 1780. Ich bin erschüttert von diesem schrecklichsten aller Unglücke und kann nicht aufhören zu weinen. Ach, mein Bruder, Sie sind mir als Letzter aus dem Land geblieben, das mir lieb und teuer ist und immer sein wird. Denken Sie daran, dass wir Freunde und Verbündete sind. Lieben Sie mich. Nach dem Tod ihrer Mutter zieht sich Marie Antoinette noch weiter vom Leben bei Hofe zurück. Sie findet Zuflucht in Petit Trianon, einem Sommerpalais im Park von Versailles. Die Königin wird das ursprünglich für Madame de Pompadour errichtete Schlösschen in ein Kleinod verwandeln.
Dieser Besitz gehört einzig und allein der Königin. Hier fühlt sie sich wohl. Sie sagte, wenn ich in Trianon bin, bin ich zu Hause und nicht mehr die Königin. Je suis moi, je ne suis plus la reine. Marie-Antoinette lässt unweit von Petit Trianon ein Miniaturdorf errichten. Das Hameau de la Reine ist eine ländliche Fantasiewelt. Ihre Architekten legen Fischteiche an und lassen Bäche durch die Landschaft fließen. Es entsteht ein ganzes Dorf mit Bauernjungen, die ihre Kühe melken, einer Käserei und Hirten, die ihre Schafe an blauen Seidenbändern auf die Weide führen. Marie-Antoinette träumte wie viele ihrer Zeitgenossen den Traum vom Land. Man wollte zurück zur Natur. Das Landleben war in Mode. Die Königin tauscht ihre eleganten Toiletten gegen einfache weiße Musselinkleider und Strohhüte. Sie angelt, pflückt Blumen und begeistert sich für das Amateurtheater, wo sie Hirtinnen und Bauernmädchen verkörpert. Selbst der König scheint sich in Petit Trianon wohlzufühlen, obwohl er hier nur auf Einladung seiner Gemahlin Zutritt hat. Die Königin hat einen heimlichen Bewunderer, Graf Axel von Fersen, der Botschafter des Königs von Schweden. Er war einer der schönsten Männer, die ich je sah, schreibt ein Höfling, wenn auch sein Gesichtsausdruck eisig war. Graf von Fersen war das genaue Gegenteil von Ludwig dem 16. Er war groß und schön und sah aus wie ein Romanheld. Die arme Marie-Antoinette verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Zwischen ihnen entwickelte sich eine komplizierte, geheimnisvolle Liaison. Und wir werden nie sicher wissen, ob sie ein Liebespaar waren oder nicht. Petit Trianon ist für Marie-Antoinette ein Ort vollkommenen Glücks. Sie verbringt so viel Zeit wie möglich in ihrer Zuflucht. Doch eine Königin hat kein Recht auf ein Privatleben. Man warf ihr Verstöße gegen die gesellschaftliche Moral, sexuelle Hemmungslosigkeit und die Vernachlässigung ihrer Pflichten als Gemahlin und Mutter vor. Während Marie-Antoinette die Etikette missachtet und Unsummen in ihre ländliche Zuflucht steckt, verstärken sich die Gerüchte und der Groll gegen sie. Außerhalb der Mauern von Versailles macht das Volk zunehmend die Regierung für sein Elend verantwortlich. Ludwig kann seinen Untertanen nicht helfen. Er hat die Staatskasse noch weiter belastet, indem er die amerikanische Revolution unterstützte, um England zu schwächen. Doch die Hauptschuld gibt man der Königin. Ihre maßlosen Ausgaben sind eine willkommene Erklärung für die chronische Finanzkrise und alle anderen Missstände in Frankreich. Manche Höflinge meinten, man hätte mit den Baukosten für Trianon die Lebensumstände einiger wirklich armer Bauern verbessern können. Die Königin ist sich des Ausmaßes der Krise nicht bewusst. Die Österreicherin, wie man sie nennt, wird schon bald mit einem neuen Spottnamen belegt: Madame Defizit. Der wachsende Hass auf Marie-Antoinette macht sich in obszönen Bildern Luft, die unter der Hand kursieren und beim Volk sehr begehrt sind. Es entwickelte sich ein regelrechter Schmuggel von mehr oder weniger illegalen Schmähschriften, die in Holland, in London oder in der Schweiz produziert wurden. Eine Gruppe von skrupellosen Journalisten, die für die Skandalpresse schrieben, verdienten ein Vermögen, indem sie die Königin in den Schmutz zogen. Die Pamphlete gingen weg wie warme Semmeln. Marie-Antoinette reagierte zunächst überhaupt nicht auf diese Pamphlete. Sie hatte einige von ihnen gesehen, glaubte jedoch, sie ignorieren zu können. Sie stammten aus der weiten Welt außerhalb von Versailles, die für sie bedeutungslos war.
Sie war blind für die Veränderungen in Frankreich. She was blind to what was changing in France. Versuchen Sie, diesen boshaften Machwerken mit allen Mitteln Einhalt zu gebieten, befiehlt der König seiner Polizei. Doch es ist alles umsonst. Die ungehinderte Flut anstößiger Abbildungen zeichnet ein unflätiges Bild von der Königin, das sich entscheidend auf die kommenden Ereignisse auswirken wird. Um 1785 ist der Ruf der Königin so geschädigt, dass niemand mehr an ihre Unschuld glaubt, als ihr Name im Zusammenhang mit den Betrügereien einer Diebesbande auftaucht, die über Verbindungen zum Königshof verfügt. Im Mittelpunkt dieser Affäre steht ein prachtvolles Diamantenkollier. Die Juweliere der Krone hatten ein Collier von 2842 Karat mit Steinen von reinstem Wasser gefertigt. Der heutige Wert läge bei rund 7 Millionen Euro. Sie boten das Halsband an allen europäischen Königshöfen an. Doch niemand wollte es kaufen. Es war zu teuer. Die Betrüger, die Gräfin de la Motte und der Abenteurer Cagliostro bieten das Collier der Königin von Frankreich an. Doch mag die Versuchung noch so groß sein, der Preis ist zu hoch. Marie Antoinette lehnt ab. Die Betrüger greifen nun zu einer List, um einen leichtgläubigen Geistlichen davon zu überzeugen, das Geld für das Halsband vorzustrecken. Es handelt sich um keinen geringeren als den Mann an der Spitze der Kirchenhierarchie, den Kardinal von Rouen. Der ehrgeizige und naive Kardinal geht in die Falle. Er ist zu reich, zu dumm und zu eitel. Sein Hirn hat die Größe einer Erbse. Die Königin hasst den Kardinal von Rouen und würdigt ihn kaum je eines Blickes. Doch der Geistliche zieht es vor, den Betrügern zu glauben, die ihm versichern, ihre Majestät wünsche ihn heimlich im Park von Versailles zu treffen. Rouen ist zu allem bereit, um die Gunst der Königin zu gewinnen. Als es Nacht wird, tritt eine Frau aus einem Wäldchen. Geblendet von dem Wunsch, der Königin seine Ergebenheit zu beweisen, zweifelt der Kardinal nicht daran, dass es sich um Marie Antoinette handelt. Er merkt nicht, dass die Frau unter dem breitkrempigen Hut in Wirklichkeit eine Prostituierte ist. Vielleicht war er in sie verliebt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wollte er ihre Gunst gewinnen. Der Kardinal verbeugt sich und küsst den Saum des Kleides der Prostituierten, die einen einzigen geheimnisvollen Satz spricht. Ihr dürft nun hoffen, dass die Vergangenheit vergessen ist. Anschließend ergreift die junge Frau aus Angst vor Entlarvung die Flucht. Doch dies genügt schon, um den Kardinal in Verzückung zu versetzen. Aber der Schwindel hat erst begonnen. Die Affäre nahm so gewaltige und unglaubliche Ausmaße an, dass einem die Worte fehlen. Die Betrüger gaukeln dem Kardinal vor, dass die Königin ihm ewig dankbar wäre, wenn er das Collier für sie kaufen würde. Sie werde ihm das Geld zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen. Man wundert sich vielleicht über seine Gutgläubigkeit. Doch er wollte um jeden Preis die Gunst der Königin gewinnen. Ihm wurde gesagt, dass sie möchte, dass er das Collier kauft und das Geld zurückzahlen werde. Und das war genau das, was er hören wollte. Der Kardinal kauft das Collier und händigt es den Schwindlern aus, die ihm versprechen, es der Königin zu übergeben. Diese wird das Schmuckstück jedoch nie erhalten. Die Diebe verschwinden mit den Diamanten und lassen den Kardinal hilflos zurück, als der Juwelier sein Geld verlangt. Als endlich Licht in die Affäre kommt, ist die Königin empört. Der König zitiert den Kardinal in den Spiegelsaal von Versailles, befiehlt seine Verhaftung und macht ihm den Prozess. Die Anklage lautet auf Konspiration zum Zwecke des Diebstahls des Colliers. Die Richter beraten 16 Stunden lang. Der Kardinal stammt aus einer der vornehmsten Familien Frankreichs. Schließlich wird er freigesprochen. Sein Ruf ist unbefleckt.
Die Königin kann ihren Kummer nicht verbergen. Obwohl sie unschuldig ist, behaupten bösartige Gerüchte, sie habe sich das Collier gewünscht und den Kardinal gedrängt, es für sie zu erwerben. Verzweifelt schreibt sie an eine Freundin. Weinen Sie mit mir. Das Urteil, das soeben gefällt wurde, ist eine furchtbare Beleidigung. Ich kann meine Tränen des Kummers und der Verzweiflung nicht zurückhalten. Es gab Momente in ihrem Leben, die sie zurück auf den Boden holten und ihr die Augen öffneten. Die Halsbandaffäre war einer dieser Momente. Obwohl sich Marie Antoinette in dieser Sache nichts vorzuwerfen hat, kommt das Urteil einer öffentlichen Anklage ihres Lebensstils gleich. Die Halsbandaffäre konnte nur aufkommen, weil Marie Antoinette bereits vorher als eine Frau galt, die für ein neues Schmuckstück alles tun würde. Diese Affäre war ein Wendepunkt für Marie Antoinette. Damals wurde sie verurteilt und sie sollte es immer bleiben. Marie Antoinette wird zur meistgehassten Frau Frankreichs. Die Halsbandaffäre bringt die klatschsüchtige Skandalpresse gegen sie auf. Für die Verfasser der Pamphlete ist alles vorstellbar. Selbst die Homosexualität der Königin und die Art und Weise, wie sie ihr Vergnügen bei unzähligen Liebhabern sucht. Die Königin sei von uteriner Raserei ergriffen. So drückt es ein Pamphlet gegen Marie Antoinette aus. Viele Darstellungen des königlichen Paares zeigen die Unfähigkeit Ludwigs XVI. Eine Erektion zu bekommen. Der Vorwurf der Impotenz stellt aber auch einen politischen Angriff dar. Er stellt seine politische Durchsetzungskraft in Frage. Seine angebliche Impotenz macht Ludwig XVI. Zu einem Mann, der nichts unternimmt, der zu zögerlich ist, um Entscheidungen zu treffen. Ein König, der seine Frau nicht beherrschen kann, ist auch unfähig, das Land zu regieren. Während die Pamphlete von den sexuellen Problemen des Königs auf seine politische Unfähigkeit schließen, muss sich dieser unaufhörlich mit Finanzproblemen herumschlagen, die weder er noch seine Berater lösen können. Frankreich ist so gut wie bankrott, und schuld daran ist die Königin, Madame Defizit. Was wollen Sie von mir? Was habe ich Ihnen nur getan? Der Chor der Lügen und des Hasses in der Klatschpresse wird immer lauter und schafft eine Verbindung zwischen sexueller Perversion und moralischer bzw. politischer Korruption. Marie Antoinette wurde zum Sündenbock gemacht. Sämtliche Missstände waren allein ihre Schuld. It was her fault. It was her responsibility. Wichtig sind vor allem die Bilder. Hier entsteht eine neue Macht, die öffentliche Meinung, die alles auf den Kopf stellt. Die Königin versteht nicht, dass dies ein Bilderkrieg ist. Sie kann ihn nur verlieren. Allmählich wird der Königin klar, dass sie auf die Flut wütender Attacken gegen sie reagieren muss. 1787 gibt sie ein Porträt in Auftrag. Es zeigt sie inmitten ihrer Kinder und soll an die heilige Familie erinnern. Sie trägt darauf nur ein paar schlichte Ohrringe und wohlweislich kein Collier um den Hals. Sie versucht zu retten, was zu retten ist. Man spürt, dass ihr der Ernst der Lage plötzlich bewusst geworden ist. Die Königin hat die Gefahr erkannt und macht ihrer Vergnügungssucht ein Ende. Sie entlässt ihre Schneiderin, entfernt die Spieltische aus ihren Salons und senkt ihre persönlichen Ausgaben.
Die Königin verändert sich. Sie gibt sich weniger ihren Vergnügungen hin und widmet sich viel stärker der Politik. Die Autorität des Königs kommt ins Wanken. Während Ludwig und seine Minister Finanzreformen planen, hungert das Volk. Wirtschaftlich ist dies eines der schlimmsten Jahre. Der Winter ist erneut sehr hart. Die Menschen leiden Hunger. Die Lage ist wirklich katastrophal. Der König ist verzweifelt. Ein Höfling schreibt, der König jage im Übermaß und esse unmäßig. In jenem Frühjahr sieht man ihn täglich in den Gemächern der Königin, weinend. Er hielt den Druck nicht aus. 1787 hatte er, was wir heute als Nervenzusammenbruch bezeichnen würden. Marie Antoinette erkannte, dass sie stark sein musste, für die Zukunft ihrer Kinder und der Monarchie, an die sie aufgrund ihrer Erziehung fest glaubte. Die Königin begann, an den Sitzungen des Königlichen Rats teilzunehmen. Seine Majestät scheint gegenwärtig vollauf mit den Debatten über die Wirtschaft und die Reformen beschäftigt zu sein, schreibt ein ausländischer Botschafter. Doch alle diese Angelegenheiten werden ohne jegliche Methode oder Organisation behandelt. Die dadurch entstehende Verwirrung verschlimmert die Missstände, anstatt sie zu verbessern. C'est une femme qui est totalement dépourvue. Marie Antoinette verfügt über keinerlei politische Bildung. Sie hat keine Erfahrung, weiß wenig über die Geschichte Frankreichs und kennt die Realität im Lande nicht. Außerdem macht sie sich bei Hof bei einer Reihe von Leuten unbeliebt, die der Meinung sind, dass sie eher die österreichischen als die französischen Interessen vertrete. . 1789 fordert ein Teil des Adels Reformen. Der König sieht sich gezwungen, zum ersten Mal seit über 100 Jahren die Generalstände einzuberufen. Die erstmals im Mittelalter versammelten Generalstände sind ein Parlament, in dem alle drei Stände vertreten sind: der Adel, die Geistlichkeit und der dritte Stand. Was für furchtbare Nachrichten. Mir graut davor. Diese Männer wollen die Macht des Königs einschränken, doch sie werden auch ihren eigenen Untergang herbeiführen. Der König und die Königin waren bestürzt, weil sie die Macht nicht zwischen gewählten Volksvertretern und der Exekutive des Königs aufgeteilt sehen wollten. Während der König und die Königin mitten in dieser politischen Neuordnung steckten, starb ihr ältester Sohn, der vielgeliebte Dauphin Louis-Joseph, an den Folgen einer Knochentuberkulose. Sein Todeskampf war furchtbar. Zwei Jahre zuvor hatte die Königin bereits ihre jüngere Tochter verloren. Nun saß sie hilflos am Krankenbett des sterbenden Siebenjährigen. Die Reaktion ihrer Untertanen verletzte die vom Kummer überwältigte Königin tief. Die Nation scheint den Tod meines armen kleinen Prinzen kaum zur Kenntnis zu nehmen. Die politische Lage erlaubt es dem Königspaar nicht, um ihren Sohn zu trauern, denn die Vertreter des dritten Standes haben sich zur Nationalversammlung erklärt. Sie wollen Frankreich eine Verfassung geben und die Privilegien des Adels abschaffen. Für die Königin ist die Nationalversammlung nur ein Haufen Verrückter. Frankreich wimmelt nur so von Politikern, die eine konstitutionelle Monarchie schaffen wollen. Sie entwickeln eine Vielzahl von Reformprojekten und versuchen, den König und die Königin auf ihre Seite zu bringen.
Das Königspaar muss eine wichtige Entscheidung treffen und weiß nicht, welche Taktik die richtige ist. Sollen sie Schadensbegrenzung betreiben, indem sie sich als Monarchen an die Verfassung binden? Der König ist hin und her gerissen, die Königin dagegen fest entschlossen. Die Königin und ihre Berater sind für einen Staatsstreich gegen die Nationalversammlung. Es muss ein entscheidender Schritt getan werden. Marie Antoinette überzeugt den zögerlichen König, große Truppeneinheiten zwischen Versailles und Paris zusammenzuziehen. Ihr Ziel ist es, Paris militärisch zu besetzen und die Nationalversammlung aufzulösen. So wird der Boden für den 14. Juli bereitet. Am 14. Juli 1789 vergehen die Stunden in Versailles wie seit jeher, gemäß den unveränderlichen Alltagsritualen. Paris ist nur 15 Kilometer entfernt, doch der König und die Königin wissen nicht, dass eine wütende Menge durch die Straßen der Hauptstadt zieht. In Versailles ist alles ruhig. Um 22 Uhr geht der König zu Bett, wie es seine Gewohnheit ist. Doch um 2 Uhr morgens wird er vom Grand Maître de la Garde-Robe aus dem Schlaf gerissen. »Sire, die Bastille ist gestürmt. Der Gouverneur wurde ermordet. Sein Haupt wird auf einer Pike durch die ganze Stadt getragen.« »Aber das ist ja eine Revolte«, stammelt der König. »Nein, Sire, das ist eine Revolution.« In Versailles konnte man es nicht glauben. Der Hof stand unter Schock. Alle wurden von Panik erfasst. Innerhalb weniger Tage brach alles zusammen. Ein großer Teil der Hofgesellschaft ergriff die Flucht. Auch Marie Antoinette wollte fliehen. Die Königin drängt den König, in eine Festung in der Nähe der österreichischen Grenze zu fliehen. Doch dieser weigert sich. Sie beschließt, an seiner Seite zu bleiben und schreibt an eine Freundin: »Ich bin geschwächt durch die fortgesetzten Erschütterungen. Wir sind nur von Not und Unglück umringt. Aber rechnen Sie darauf, dass diese Widerwärtigkeiten weder meine Kraft noch meinen Mut erschüttern werden.« Innerhalb weniger Wochen bricht die jahrhundertealte Gesellschaftsordnung auseinander. Der Adel und der Klerus verlieren ihre Privilegien. Man erklärt die Pressefreiheit, hebt die Leibeigenschaft auf und proklamiert die Menschenrechte. Ohne die königlichen Zensoren wird der Ruf der Königin durch eine Flut noch gehässigerer Pamphlete weiter geschädigt. Die Revolution lässt sie nun für ihre konterrevolutionäre Haltung büßen und auch für die Ängste, die mit der Machtübernahme durch eine Frau verbunden waren. Es kommt zu einem Ausbruch von Frauenfeindlichkeit. Die Frau wird als sexuell unersättliches Wesen verteufelt, das sich in alles einmischt. Manche Pamphlete sind wirklich erstaunlich. Wir haben es hier mit Fantastereien, mit einer Welt dunkler, hasserfüllter Fantasien zu tun. Full of hatred. Knapp 3 Monate nach dem Sturm auf die Bastille marschieren Tausende von Frauen nach Versailles, um Brot zu fordern. Bewaffnet mit Besenstielen, alten Pistolen, Heugabeln und Küchenmessern, drängen sie vorwärts und verfluchen die Königin. »Ich werde ihr den Bauch mit einem Messer aufschlitzen und ihr das Herz herausreißen«, schreit eine. »Ich nehme einen Schenkel«, ruft eine andere. »Und ich ihre Eingeweide«,
schreit eine dritte. Am nächsten Morgen dringt die Menge in das Schloss ein, tötet zwei königliche Leibwächter und bricht die Tür zum Schlafzimmer der Königin auf. Marie Antoinette entkommt um Haaresbreite durch einen Geheimgang und flüchtet sich in die Gemächer des Königs. Der wütende Mob fordert den Tod der Königin und zerfetzt mit seinen Piken das königliche Bett. Das private, heilige Boudoir der Königin zu schänden, ist, als würde man sie selbst schänden. Der König und die Königin sind Gefangene des Mobs. Am Nachmittag wird die königliche Familie gezwungen, das Schloss zu verlassen. Sie werden Versailles nie wiedersehen. Wir sind verloren, mit Gewalt verschleppt, vielleicht in den Tod. Wenn Könige zu Gefangenen werden, ist das Ende nicht mehr fern. Die königliche Familie wird in die Tuilerien gebracht, wo sie unter strenger Bewachung steht. La reine avait manqué d'être assassinée. Die Königin wäre um ein Haar ermordet worden. Sie ist sehr geschwächt und wird von diesem Moment an um ihr nacktes Leben fürchten. Doch das hindert sie nicht daran, Mut zu beweisen. Die Königin begann, an großen Wandteppichen zu arbeiten, schreibt ihre erste Hofdame. Sie war gedanklich so mit den Gefahren um sie herum beschäftigt, dass einzig die Handarbeit sie abzulenken vermochte. Alle Gespräche drehten sich um die Revolution. Sie wollte wissen, was die Pariser wirklich von ihr dachten und wie sie die Zuneigung des Volkes so vollständig verlieren konnte. Während all der Jahre, in denen sie hätte Königin sein können, war sie die Idiotin in den hübschen Kleidern gewesen, um die sich all diese Skandal- und Klatschgeschichten ranken. Als sie dann beschloss, eine wirkliche Königin zu werden, machte sie wieder Fehler, auf denen sie eigensinnig beharrte. Während der König in eine tiefe Lethargie fällt, beginnt die Königin einen verzweifelten Kampf gegen die Revolution. Sie nimmt heimlich Kontakt zu Botschaftern und Beratern auf und kommuniziert sogar in einem Geheimcode mit ausländischen Verbündeten. Der König hat nur einen Mann, auf den er sich verlassen kann. Seine Frau, schreibt ein Revolutionär. Sie zeigte sich entschlossen, wenn er schwankte. Sie bewies Mut, wo er zögerte. Sie blieb die ganze Nacht auf und schrieb Briefe, vor allem an ihren Bruder in Österreich, um die Zukunft der Monarchie zu sichern. Ihre ganze Persönlichkeit war nun weniger leichtfertig. Sie verspürte eine tiefe Melancholie und fürchtete sich vor den kommenden Ereignissen. Für uns persönlich ist das Glück endgültig vorbei, welchen Lauf die Dinge auch nehmen mögen. Möge das, was wir jetzt erdulden, unsere Kinder glücklich machen. Im Leid erkennt man, wer man wirklich ist. In der Nacht des 20. Juni 1791 schlüpft eine scheinbar ganz gewöhnliche Familie in eine unweit der Tuilerien wartende Kutsche. Ein aufmerksamer Beobachter wäre eine Katastrophe für die kleine Gruppe. Die königliche Familie ist auf der Flucht. Der König war vor Unentschlossenheit gelähmt. So hat die Königin die Flucht selbst organisiert. Unsere Lage ist furchtbar. Ich habe auf die Zeit vertraut und die Hoffnung genährt, dass sich die öffentliche Meinung ändern möge, doch inzwischen ist alles anders.
Wenn wir der Vernichtung entgehen wollen, müssen wir den einzigen Weg wählen, der uns offen steht. Sollten wir zugrunde gehen müssen, müssen wir es glorreich tun. Die Kutsche wird von dem treuen Grafen Axel von Fersen gelenkt, der die Flucht ermöglicht hat. Solange er das Kommando hatte, war die Sache in guten Händen. Doch der König befahl ihm, sich zu entfernen. Das Volk sollte nicht erfahren, dass ein Ausländer ihnen zur Flucht verholfen hatte. Anfangs läuft alles wie geplant. Außerhalb von Paris wechselt die königliche Familie Wagen und Kutscher und steuert auf die Grenze zu, wo sie von königlichen Truppen erwartet wird. Mit Unterstützung Österreichs will das Königspaar Frankreich mit Gewalt aus den Händen der Revolutionäre befreien. Aber zunächst müssen sie 300 Kilometer zurücklegen, ohne erkannt zu werden. Das langsame Tempo ihrer Kutsche erregt jedoch Argwohn. Der König und die Königin reisen auf die einzige Art, die ihnen bekannt ist. In einer brandneuen Luxuskarosse mit Regalen für die Lieblingsweine des Königs und eingebauten Fächern für die Toiletten der Königin und die Königskrone. Ebenfalls Teil der Ausstattung ein silbernes Essservice, eine Kleiderpresse und ein Nachttopf mit Lederhülle. Die Flucht ist zum Scheitern verurteilt. A king just cannot fly away. Ein König kann nicht einfach fliehen. Man kann sich heute nur schwer vorstellen, welches Gewicht die Etikette hatte. Die königliche Familie war von einer Art Zauberkreis umgeben, aus dem sie nicht entkommen konnte. Nach einer gut 22-stündigen Reise nähert sich die königliche Familie endlich der Grenze. Nur noch 60 Kilometer und sie sind in Sicherheit. Da erkennt sie der Posthalter Jean-Baptiste Drouet. In der kleinen Stadt Varennes werden sie von Anhängern der Revolution aufgegriffen und nach Paris zurückgeschickt. Die Rückreise dauert fast 4 Tage und geht im Schritttempo vor sich. Der König und die Königin werden von ihren Untertanen verspottet und beschimpft. Der Nimbus des unantastbaren Monarchen ist unwiderruflich zerstört. Früher waren der König und die Königin Personen, denen man sich nicht nähern durfte. Man durfte sie weder anschreien noch bespucken und erst recht nicht mit Piken vor ihrer Nase herumfuchteln. Was für ein König und was für eine Königin waren sie also noch? Durch die Ereignisse in Varennes wird das Königspaar beim Volk noch unbeliebter. In der Folge wird der König in allen Pamphleten und Karikaturen als Schwein dargestellt. Er ist das königliche Schwein, der Schweinekönig. Das Schwein ist ein impotentes, kastriertes Tier, das nur ans Fressen denkt. Was die Königin betrifft, so ist sie die treibende Kraft von beiden. Sie hat ihren sehr zögerlichen Mann überredet. Die Flucht trägt also zum konterrevolutionären Bild Marie-Antoinettes bei und lässt sie noch stärker als Ausländerin erscheinen. Denn das Ziel der Flucht war ja das Zusammentreffen mit den ausländischen Truppen. Die Königin wird zu einer Frau, die nach dem Blut des Volkes dürstet. Es kommt zu einer Art Crescendo. Die Königin soll als Monster dargestellt werden. Die Königin wird für den Fluchtversuch verantwortlich gemacht. Der Hass auf Marie Antoinette war sehr stark, schreibt der britische Botschafter. Wäre sie durch die Straßen von Paris gelaufen, man hätte sie in Stücke gerissen.
Der König und die Königin wurden in die Tuilerien zurückgebracht und unter verstärkte Bewachung gestellt. Am 19. September 1791 strömen die Pariser auf die Straße, um die neue Verfassung zu feiern. Frankreich ist nun eine konstitutionelle Monarchie. Die Macht des Königs ist stark eingeschränkt. Marie Antoinette hält die Verfassung insgeheim für monströs und ein Gespinst von Absurditäten. Dennoch bezwingt sie ihren Stolz und drängt den König, sie zu akzeptieren. Der König darf sein Einverständnis nicht verweigern. Wozu sich sinnlos einer sicheren Gefahr aussetzen? Die Gefahr ist allgegenwärtig, denn die Revolution ist noch lange nicht vorüber. Der Fluchtversuch bestärkt die Revolutionäre in ihrem Plan, die Monarchie abzuschaffen und sich des Königspaares ein für alle Mal zu entledigen. Zudem wächst die Kriegsgefahr. Viele Revolutionäre sind dafür, die Feinde der neuen Regierung anzugreifen und die Ideale der Revolution im Ausland zu verbreiten. Ihr Ziel ist Österreich, Frankreichs ewiger Erzfeind und Heimatland Marie Antoinettes. Trotz der Risiken klammert sich die Königin an die Hoffnung, dass ihre ehemaligen Landsleute ihr im Falle eines Krieges zu Hilfe kommen werden. Die Königin will den Krieg. Sie fühlt sich als Gefangene und sie hat Angst. Sie ist entschlossen, diesen Albtraum mit Hilfe der österreichischen Truppen zu beenden. Im Frühjahr 1792 erklärt der König Österreich den Krieg und verfällt dann in einen Zustand der Mutlosigkeit. Er war gänzlich niedergeschmettert und verbrachte die folgenden 10 Tage, selbst im Kreise seiner Familie, in völligem Schweigen, schreibt ein Höfling. Der König fürchtet sich davor, Befehle zu erteilen. Doch er ist kein Feigling, er hat viel passiven Mut. Er wird nur von seinem zu weichen Wesen niedergedrückt. Was mich betrifft, so würde ich gern handeln, wenn nötig zu Pferde. Doch mein Handeln wäre Wasser auf die Mühlen der Feinde des Königs. Überall in Frankreich gäbe es einen Aufschrei der Empörung gegen die Österreicherin und gegen die Herrschaft der Frau. Indem ich mich zeige, würde ich den König vernichten. Ende April ziehen die französischen Soldaten im Namen der universellen Freiheit in die Schlacht. Die österreichischen Truppen schlagen zurück und zwingen die Franzosen zum Rückzug. Der Krieg wird 23 Jahre dauern und 1,5 Millionen Franzosen das Leben kosten. Die Königin steht auf der Seite des Feindes. In ihren Gemächern in den Tuilerien schreibt sie Brief auf Brief an ihren Neffen, den Kaiser von Österreich, und berichtet ihm detailliert über Angriffspläne der Franzosen, von denen sie Kenntnis erhalten hat. Sobald sie etwas über die Stellungen der französischen Truppen erfährt, gibt sie es sofort nach Wien weiter. Die Informationen gehen direkt an den Feind. Sie geht ein sehr hohes Risiko ein. Von da an ist klar, sie will Frankreichs Niederlage. Inmitten der Kriegs- und Revolutionswirren tröstet sich Marie Antoinette mit ihren Kindern. Wenn ich glücklich sein könnte, wäre ich es dank dieser beiden kleinen Wesen. Meine Kinder sind mein einziger Trost und ich verbringe so viel Zeit wie möglich mit ihnen. Marie Antoinette wacht ängstlich über ihren 7-jährigen Sohn. An seine Gouvernante schreibt sie: Unsere Liebe zu ihm darf es nicht an Strenge fehlen lassen. Vergessen wir niemals, dass wir ihn zum König erziehen. W.
Während der Krieg die patriotische Leidenschaft anheizt, gewinnen die Radikalen, die der Monarchie ein Ende machen wollen, allmählich die Kontrolle über die Revolution. Am 20. Juni stürmt der Mob den Palast und zwingt den König, die Jakobinermütze zu tragen. Man zwang den König, auf das Wohl der Revolution zu trinken. Sie hatten den letzten Rest ihrer königlichen Würde verloren. Das Ende der Monarchie ist nah. Knapp drei Monate später dringen 20.000 Bewaffnete in den Palast ein. Das Königspaar hat keine andere Wahl, als sich zu beugen. Während man sie aus dem Palast führt, bemerkt Ludwig der 16., die Blätter fallen früh dieses Jahr. Am 21. September 1792 sind der König und die Königin von Frankreich nur noch gewöhnliche Bürger der jungen französischen Republik. Die fast tausendjährige Monarchie existiert nicht mehr. Drei Tage nach ihrer Vertreibung aus den Tuilerien werden Marie-Antoinette und ihre Familie im Temple-Gefängnis inhaftiert, einem mittelalterlichen Turm im Zentrum von Paris. Man bringt sie in frisch renovierten Zellen unter und serviert ihnen üppige Mahlzeiten, die von einer 13-köpfigen Küchenmannschaft zubereitet werden. Dem König steht eine Bibliothek zur Verfügung. Es gibt sogar ein Cembalo, auf dem Marie-Antoinette ihrer Tochter Unterricht erteilen kann. Es war ein Leben auf Abruf, mit Spaziergängen rund um den Turm des Temple-Gefängnisses, auf denen der kleine Dauphin Ball spielte. Die Königin stickte, nähte und strickte. Abends spielte das Königspaar manchmal Billard. Für sie zählt jetzt nur noch ihre Familie. Man hatte ihr immer vorgeworfen, keine gute Mutter und Ehefrau zu sein. Von jetzt an ist sie der Anstand in Person. Draußen kämpft die junge Republik um ihr Überleben. Preußen hat sich mit Österreich verbündet und ist in Frankreich einmarschiert. Die französische Armee wird in die Flucht geschlagen. Die französischen Bauern, die gegen die Revolution sind, drohen, einen Bürgerkrieg heraufzubeschwören. Die militärische Krise in der Provinz führt zu gewaltsamen Reaktionen in der Hauptstadt. Am 21. August 1792 tritt die Guillotine auf den Plan, mit der die angeblichen Feinde Frankreichs enthauptet werden. Eine Woche später wird die königliche Familie durch Schreie von draußen aufgeschreckt. Der Mob stürmt die Gefängnisse der Stadt. Die meisten ihrer royalistischen Freunde wurden auf fürchterliche Art und Weise abgeschlachtet. Marie-Antoinettes beste Freundin, die Prinzessin von Lamballe, wurde aus ihrer Zelle geschleift und enthauptet. Anschließend wurde ihr Haar von einem Friseur gekämmt, ihr schönes Haar. Man spießte ihren Kopf auf eine Pike und schwenkte ihn unter Marie-Antoinettes Fenster. Die Menge fordert, dass die Königin die Lippen ihrer toten Freundin küsst. Starr vor Entsetzen fällt Marie-Antoinette in Ohnmacht. Drei Monate später wird der König des Hochverrats angeklagt und vor das Revolutionsgericht gestellt. Der König wird vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Er darf sich von seiner Frau und seinen Kindern verabschieden.
Eine äußerst schmerzliche Szene. Er gibt vor, beten zu wollen und verspricht ihnen für den nächsten Tag einen allerletzten Abschied. Und wissen Sie, was er tut? Er nimmt ein üppiges Abendessen zu sich und legt sich schlafen. Ich gebe meine Kinder in die Obhut meiner Frau, schreibt der König in seinem Testament. Ich bitte sie inständig, mir alles durch meine Schuld erlittene Leid und allen Kummer zu verzeihen, den ich ihr während unserer Ehe bereitet haben mag. Am 21. Januar 1793 um 10.30 Uhr verkünden die Trommelwirbel der Königin, dass ihr Gemahl tot ist. Nach über 20-jähriger Ehe war das Königspaar einander in tiefer Zuneigung verbunden. Nun bleiben der entthronten Königin nur noch ihre beiden Kinder, an denen sie mit verzweifelter Mutterliebe hängt. In den Augen der Royalisten ist der 8-jährige Junge der neue König von Frankreich, Ludwig der 17. Als man Marie Antoinette den Vorschlag macht, allein zu fliehen, lehnt sie ab. Das Interesse meines Sohnes ist das Einzige, was mich leiten muss. Und wie glücklich ich auch gewesen wäre, von hier zu entrinnen, so kann ich doch nicht einwilligen, mich von ihm zu trennen. 5 Monate nach der Hinrichtung ihres Mannes wird ihr Sohn plötzlich in einem anderen Teil des Gefängnisturms untergebracht. Ihre nächste Prüfung war die Trennung von ihrem kleinen Jungen. Sie hörte ihn in einem anderen Teil des Turms jede Nacht weinen. Man flößte ihm Alkohol ein und schlug ihn. Das arme Kind wurde entsetzlich misshandelt. Es ist Marie Antoinette verboten, ihr Kind zu besuchen. Sie verbringt Stunden vor den schmalen Fensterschlitzen ihrer Zelle, in der Hoffnung, im Hof einen Blick auf ihn zu erhaschen. Manchmal hört sie ihn Revolutionslieder singen, die seine Kerkermeister ihn gelehrt haben. Einen Monat später wird Marie Antoinette in die Conciergerie am anderen Ufer der Seine überstellt. Das düstere, feuchte Gebäude stammt noch aus dem Mittelalter und ist mit dicken Mauern und Eisengittern vor den Fenstern ausgestattet. Sie ist mit nunmehr 37 Jahren nur noch ein Schatten ihrer selbst und stellt für die Revolution kaum noch eine Gefahr dar. Dennoch ist bei ihrer Überstellung in die Conciergerie ihr Schicksal bereits besiegelt. Ich habe den Kopf Marie Antoinettes versprochen, sagt ein Revolutionsführer, und ich werde ihn ihr selbst abschlagen, wenn ich ihn nicht bald bekomme. Inzwischen ist ganz Europa gegen Frankreich. Großbritannien und Spanien haben sich mit Österreich und Preußen verbündet. In Frankreich selbst greift der Bürgerkrieg um sich und droht, die junge Republik zu zerreißen. Die Schreckensherrschaft hat begonnen. Zur Verfolgung der Staatsfeinde wird ein neues Revolutionstribunal gebildet. Marie Antoinette soll auf seinem Altar geopfert werden. Niemand rechnete damit, dass die Revolutionäre Marie Antoinette töten würden. Wozu sie beseitigen? Doch Marie Antoinette musste sterben, um das französische Volk in einer Art blutigem Pakt zu einen. Der Prozess beginnt am 14. Oktober 1793. Die Anklageschrift wimmelt von Ausdrücken, die direkt aus den Pamphleten und der Klatschpresse zu stammen scheinen. Die Königin wird beschuldigt, eine Geißel und Blutsaugerin zu sein, die zu Intrigen aller Art, abartigen Vergnügungen, unmäßigen Ausgaben und perfiden Ansichten neige.
Es war ein Schauprozess. Sie durfte ihren Verteidiger erst am Abend vorher treffen und er konnte ohnehin nichts für sie tun. Ihr Tod war bereits beschlossene Sache, doch das wusste sie nicht. Sie haben nie auch nur für einen Moment aufgehört, die Vernichtung der Freiheit anzustreben. Sie wollten den Thron um jeden Preis zurückgewinnen, über die Leichen von Patrioten. Wir brauchten den Thron nicht zurückzugewinnen. Wir saßen schon darauf. Welches Interesse haben Sie an den Zielen der Republik? Das Glück Frankreichs ist mein größter Wunsch. Glauben Sie, dass die Könige für das Glück der Nationen notwendig sind? Ein Einzelner kann eine solche Frage nicht beantworten. Sie bedauern sicher, dass Ihr Sohn den Thron verloren hat, den er hätte besteigen können, wäre es nicht zum Volksaufstand gekommen. Ich werde niemals irgendetwas für meinen Sohn bedauern, solange mein Land glücklich ist. Ihre Antworten während des Prozesses waren sehr intelligent. Das beweist, wie viel sie dazugelernt hatte. Marie Antoinette, der die Todesstrafe droht, scheint nur einen einzigen Anklagepunkt fürchten zu müssen: Verrat. Seit der Revolution haben sie nie aufgehört, zusammen mit ausländischen Mächten gegen die Freiheit zu intrigieren. Seit der Revolution habe ich mir jegliche Korrespondenz mit dem Ausland versagt. Sie hatten keinerlei Beweise für ihren Verrat. In den Archiven haben sich seitdem eine Reihe von Briefen der Königin gefunden, die ihren Verrat tatsächlich belegen. Doch damals gab es absolut keine Beweise. Einundvierzig Zeugen erscheinen vor Gericht. Doch ihre Aussagen sind so gut wie belanglos für den Fall. Denn in Wirklichkeit geht es nicht um die Intrigen der Königin mit ausländischen Mächten, sondern um ihren Ruf. Die nach allen Berichten unmoralische Witwe Capet ist so verdorben und so vertraut mit sämtlichen Verbrechen, dass sie ihre Eigenschaft als Mutter und die von den Naturgesetzen gezogenen Grenzen vergaß und nicht davor zurückschreckte, sich zusammen mit ihrem Sohn Louis-Charles Capet Unsittlichkeiten hinzugeben, deren bloße Vorstellung und Erwähnung vor Entsetzen Schaudern macht. Sie warfen ihr die schändlichsten Verbrechen vor. Die Ungeheuerlichkeit dieser Anschuldigungen war Absicht. Sie wollten ihr Ansehen als Mutter beschmutzen, das nicht nur ihr, sondern auch für das französische Volk sehr wichtig war. Aus einer Aussage des Jungen geht hervor, dass die beiden Frauen ihn oft zwischen sich legten, woraufhin es zu den hemmungslosesten Ausschweifungen kam. Es gibt angesichts der Erklärungen des Jungen keinerlei Zweifel, dass Mutter und Sohn ein inzestuöses Verhältnis pflegten. Man wirft Marie Antoinette und ihrer Schwägerin vor, den Sohn der Königin sexuell missbraucht zu haben, ohne dass diese Anschuldigungen durch irgendetwas untermauert wären. Der einzige Beweis ist die Aussage des verängstigten 8-jährigen Jungen, den man seiner Mutter entrissen hat und der von seinen Kerkermeistern bedroht und misshandelt wurde. Der Prozess ist die Synthese der Pamphlete, die seit fast einem Jahrzehnt kursieren. Es geht um die sowohl politische als auch sexuelle Rolle der Königin. Sie bestimmt das Bild, das die Öffentlichkeit von der Königin hat. De l'image publique de la reine.
Die Worte des gefürchteten Hauptanklägers Fouquier Tanville hallen im Gerichtssaal wieder, wo es plötzlich totenstill wird. Marie-Antoinette bleibt stumm, bis ein Geschworener sie fragt, warum sie nicht auf die Anschuldigung antworte. Wenn ich nicht geantwortet habe, so geschah dies, weil die Natur sich weigert, eine solche Beschuldigung gegen eine Mutter überhaupt zuzulassen. Ich wende mich an alle Mütter, die sich hier befinden mögen. Eine Welle der Sympathie geht durch den Saal. Einige Frauen fordern lautstark die Einstellung des Verfahrens. Fouquier Tanville lässt den Inzestvorwurf fallen. Im Gerichtsprotokoll wird notiert, dass die Angeklagte tief bewegt wirkt. Der Prozess dauert 2 Tage und 1 Nacht. Um 4 Uhr morgens ergeht das Urteil. Marie-Antoinette soll am Mittag desselben Tages hingerichtet werden. Sie hat sich während des gesamten Prozesses ruhig, intelligent und sehr entschlossen verteidigt. Nun, da sie nur noch wenige Stunden zu leben hat, bereitet sich Marie-Antoinette auf ihre letzte Prüfung vor. Geschwächt und erschöpft schreibt sie mit letzter Kraft an ihre Schwägerin. 16. Oktober, 4 Uhr morgens. Ich bin soeben verurteilt worden. Nicht zu einem schmachvollen Tod, denn schmachvoll ist er nur für Verbrecher. Ich bin ruhig, wie man es ist, wenn das Gewissen dem Menschen keine Vorwürfe macht. Ich weiß, wie dieses Kind Ihnen Qual bereitet haben muss. Verzeiht ihm, liebe Schwester. Denkt an seine große Jugend und wie leicht es ist, ein Kind das sagen zu lassen, was man will, und sogar das, was es selbst nicht versteht. Ich umarme Sie von ganzem Herzen, so wie die armen, lieben Kinder. Mein Gott, es zerreißt mir das Herz, Sie für immer zu verlassen. Lebt wohl, lebt wohl. Der Brief bricht abrupt ab. Er wird seine Adressatin nie erreichen. Als der von einem Ackergaul gezogene Schinderkarren langsam durch die Straßen von Paris fährt, ruft ein Revolutionär: Marie-Antoinette sollte auf kleiner Flamme sterben. 30.000 Soldaten halten Wache. Die entlang des Weges wartende Menge schleudert der Königin Beleidigungen entgegen. Die Dirne ist übrigens kühn und frech bis zum Ende geblieben, wird eine Zeitung schreiben. Sie strahlte eine große Würde aus, während man sie auf dem Karren zum Hinrichtungsplatz brachte. Die Zeitungen wagten später nicht zu schreiben, sie sei feige gewesen. Sie waren gezwungen zuzugeben, dass sie eine würdevolle Haltung bewahrte. Also schrieben sie, dies sei der Stolz einer Kriminellen gewesen. The pride of a habitual criminal. Il y a un crayon. Eine Zeichnung von David zeigt eine stark gealterte Frau, die auf dem Weg zur Guillotine bemerkenswerten Mut und unglaubliche Würde an den Tag legt. Sie zeigte keine Spur von Angst. Manche Menschen vollbringen wahre Wunder an Selbstbeherrschung und Fassung.
Sie muss in diesem Moment große Angst verspürt haben, doch sie gab sich keine Blöße. Sie stieg langsam und ohne Pausen die Stufe zur Guillotine empor. Sie besaß eine Art natürlichen Heroismus. Sie starb als Königin. Es ist Mittag. Als sie auf das Fallbeil zugeht, tritt Marie Antoinette dem Scharfrichter versehentlich auf den Fuß. Monsieur, ich bitte Sie um Verzeihung. Ich tat es nicht mit Absicht. Man zeigt Marie Antoinettes Kopf der brüllenden Menge. Ihre sterblichen Überreste werden in einem anonymen Grab bestattet. Marie Antoinettes Sohn stirbt im Alter von 10 Jahren, im Gefängnis. Ihre Tochter Marie-Therese kommt bei einem Gefangenenaustausch frei und kehrt nach Österreich zurück. Sie bleibt kinderlos. Marie Antoinette hat keine lebenden Nachkommen.